Liebe Freunde, willkommen zurück zum Politik Simulator 3, wo wir hier mit Island kleinere Probleme haben. Wir haben hier eine Demonstration an der Backe. Ich muss mal ganz kurz hier an meinem Headset den Sound leiser machen. So, wir haben hier eine kleine, ja sagen wir mal, Demonstration an der Backe. Und da gucken wir mal drauf. 5500 nationale Schwierigkeiten. Und zwar wegen erhöhtes Renteneintrittsalters. Das heißt für uns, hier haben wir es nochmal. Das heißt für uns, wir müssen mal schauen, ob wir da nicht ein bisschen was tun können. Erstmal haben wir hier die vom Innenminister nochmal die Meldung, dass das, jetzt sind sie nur 3300 Personen, haben sich überall im Land versammelt. Damit folgen sie den Aufruf Appell der 50 und sie schreien rum, die Rentner auf dem Weg zum Friedhof oder Platz für die Jungen. Wir sollten nicht auf die leichte Schulter nehmen, Herr Premierminister. Wenn man die Spontanität und das Ausmaß der Bewegung nimmt und die Sympathie, die man ihr entgegenbringt. Okay, das heißt, wir sollten mal schauen, wir lassen erstmal weiterlaufen und sollten hier mal schauen bei Arbeit, wie denn überhaupt derzeit das Renteneintrittsalter überhaupt ist. Sozialhilfe, hier war es nicht, dann bei Gesundheit wahrscheinlich. Bei Gesundheit. Im Übrigen sind wir jetzt, wir sind bei 61% Beliebtheit dank unseres Finanztransaktionsgesetzes. Das Renteneintrittsalter ändern. Erstmal haben wir wieder eine Nachricht. So. Ja. Genau. Der Minister für Jugend und Sport ist ganz begeistert, wie beliebt wir werden. Das Renteneintrittsalter festlegen. Beide mit 67. Würden wir beide unter dem Jahr runtergehen? Wir sehen halt leider nicht, was das kosten würde, weil wir müssen ja auch entsprechend Rente pipapo bezahlen. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal, weil wir haben ja ein relativ gutes Defizit noch 2,0%, also ist ein bisschen weniger geworden. Dennoch möchte ich jetzt nicht alles irgendwie rausschmeißen, da wie gesagt das immer ein bisschen wankt. Also das ist halt kein fixer Wert, sondern es ist einfach nur, dass man so einen Anhaltspunkt hat. Das trifft es, denke ich mal, am besten. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sollten mal schauen. Also wir haben jetzt schon ein bisschen was bewegt. Wir haben es ja in den ersten Folgen gesehen, dass wir hier vielleicht nochmal mit einer Persönlichkeit sprechen, die uns mag. Er mag uns nicht so, der Fußballer auch nicht so. Mit ihm haben wir schon gesprochen, das bei 98%. Und die Tennisspielerin bei 69 ist 22. Mit ihr können wir mal einen Termin vereinbaren. Können wir noch ein bisschen eher, vielleicht Sonntag früh. So, dass sie uns auch mal ein bisschen lobt, das hilft uns ein bisschen. Wird uns ja... Genau, das wird uns ein bisschen Popularität geben. Ich habe gerade was geschaut, entschuldigt. So. Was können wir noch machen? Ist halt relativ schwierig zu sagen jetzt, was wir radikal ändern können. Also radikal kann man sowieso nichts ändern. Bildung. Können wir ein bisschen was in die Bildung stecken? Wir haben ja ein relativ gutes... Ja, Defizit ist immer falsch. Wir haben halt einen guten Überschuss, so rum. So, Verkehr ist klemmt. Das sagt die Transportministerin. Wir verfügen nicht über genügend öffentliche Transportmittel, um die Verkehrsadern zu entlasten. Die Parkprobleme und Luftverschmutzung, dass wir nicht untätig bleiben können, so wie es jetzt tun, nicht unbewegt anschauen. Ja, da müssen wir mal schauen, ob wir hier vielleicht irgendwas tun können mit öffentlichen Transportmitteln. Wir haben ja Pause gemacht, da können wir mal ganz kurz nochmal in den Transport reingehen. Transport. So. Öffentlicher Nahverkehr sind wir eigentlich schon gut dabei. Radwege haben wir ja auch ausgebaut. Den Bahnenverkehr. Luftverkehr ist nicht so wichtig. Wartung der öffentlichen Straßen wäre vielleicht noch wichtig. Wird uns 1,339 Millionen kosten. Und reicht dann 2,26. Wenn wir hier zwei Sterne machen und den öffentlichen Nahverkehr nochmal unterstützen. Oh Gott, das kostet zu viel. Derzeit kostet das zu viel. Bahn, das kostet richtig viel. Das kostet allein einen Stern 5 Millionen. Okay, Wartung in öffentliche Straßen.
Also Nahverkehr ist eigentlich okay. Ich würde sagen, wir geben mal 1,3 in die Wartung der öffentlichen Straßen. Jetzt sehen wir übrigens, ist trotzdem wieder gestiegen, 2,02. Und wir haben hier unsere Tennisspielerin. Wir bieten den Kaffee an. Gerne. Schwarz und stark. Okay, die mag einen Kaffee. Bitte. Dann geben wir ihr natürlich auch einen Champagner. Mit Vergnügen. Das nennt man Empfang. Ja, hier wirst du empfangen, meine Dame. Gut, wie reiten Sie? Das brauchen wir nicht. Fantastisch, Ihre Rückhand. Das bewegt mich sehr. Wissen Sie, dass Ihre Komplimente mein Herz höher schlagen Die lassen? mag uns echt. Okay. Schmiergeld brauchen wir nicht anbieten. Medaille der Nation auch nicht. Und dann bitten Sie öffentlich zu loben. Ja, eine gute Idee. Ich tue mein Ja, die mag Bestes. uns echt. Also sie wird uns auch so ein bisschen öffentlich loben. Und natürlich auch Mitglied der eigenen Partei. Ja, eine gute Idee. Ich tue mein Sehr Bestes. schön. Gut, und dann können wir das Meeting eigentlich auch beenden. Ja, wir können ja nochmal ein Das Kompliment machen. bewegt mich sehr. Wissen Sie, dass Ihre Komplimente mein Herz höher Ja, das hast du schlagen schon mal lassen? gesagt. Ich glaube, die steht hier auf uns. Ja? Die reizen sie sehr gut. Ich glaube, wir haben ja. Yes, wir sind ja als Staatschef verheiratet, glaube ich. Da lassen wir mal lieber irgendwelche Aktionen und machen mal lieber Play. Gut, haben jetzt halt hier ein bisschen was erwirtschaftet. Und hoffen mal, dass sich das jetzt so ein bisschen auswirkt, dass wir hier. So, ein schönes Thema hier: Rennsport, Transportpolitik und Straßenpolitik geht nach oben. Wieder 1% Beliebtheit und wir schauen mal in die Zeitung rein. Okay, stark zugenommen. Kasachstan. Die BRIC-Staaten stimmen dem Beitritt von Kasachstan zu. Okay. Hier werden wir wieder gelobt. Hier, okay, bisher immer bloß Lob, Gott sei Dank. So, Tag der offenen Tür für die Gefängnisse, für die glücklichen Kriminellen, die durch die Amnestie freikommen. So, wir machen gute Arbeit, das sagt auch hier die älteste Frau des Landes. Okay, hier auch die Tennisspielerin, sie lobt uns auch. Okay, und das andere ist, wie gesagt, international. Da haben wir derzeit noch nichts Großartiges zu melden. Also können wir weitermachen. Ja gut, war okay. 1% Beliebtheit. Ja gut, das wird schon noch nach oben gehen. Wie gesagt, wir könnten jetzt hier auch das Geld zum Fenster rausschmeißen, unsere Beliebtheit auf 100% trimmen. Das würde theoretisch gehen. Aber dann wird man den Staat irgendwo an die Kantare fahren. Und wir wollen ja das Let's Play hier ein Stück weit seriös gestalten. Das heißt, wir wollen schauen, dass wir Island auch nach vorne bringen, was das Ranking angeht und so weiter. Und da können wir uns halt nicht unbedingt leisten, hier nur auf gut Wetter zu machen. Ist halt einfach so. So, Kluft zwischen Arm und Reich, richtig. Wir haben ja gesagt, wir wollen auch was für die Ärmsten der Armen tun. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer, das ist überall so. Das ist Union der Sozialdemokraten Generalsekretär, das ist dann wohl hier der Parteichef der SPD, so mehr oder weniger, also das Pendant oder Pendant der SPD. So, ich kann nur hoffen, dass Sie mir zugehört haben. Auf Wiedersehen. Ja, das ist mir schon klar. Die Steuer auf niedrige Einkommen ist zu hoch und steht nicht im Verhältnis zu den Einkommen der höheren Klassen, die basierend auf den ausgezahlten Behältern höher besteuert werden sollten. Er möchte, dass wir hier überlegen, eine neue Steuerpolitik einzuführen. Werden wir später tun. Ich weiß, dass. Wir können ja mal reingucken in die Besteuerung. Gesetzgebung. Das sind Steuerbescheide. Wo haben wir denn hier die Einkommenssteuer, dass wir die ändern können? Hier können wir neue Steuer einführen, aber wir möchten ja die Einkommenssteuer. Ah ja. Okay, die Unterklasse 35% ist wirklich viel. Es wird uns aber gleich 4 Millionen, und wenn wir das erhöhen, wird uns das nur 2 Millionen bringen.
die Mittelklasse. Okay, die sind natürlich stark vertreten. Also ihr seht, hier können wir keine großen Sprünge machen. Hier müssen wir wirklich im kleinsten Bereich, entschuldigt, im kleinsten Bereich die Prozente ändern. Das wird nicht einfach. Aber das werden wir derzeit noch nicht tun. Da warten wir noch ein bisschen ab. Wir werden auch jetzt noch nicht großartig irgendwelche Sprünge machen. Weil das, wie gesagt, alles Auswirkungen hat, was wir hier ändern, hat sofort auch Auswirkungen auf unser Haushalt, auf unser Defizit, beziehungsweise dann auch auf unseren Gewinn, den wir erwirtschaften. Die Vermögenssteuer, ja gut, das könnte man... Das wird uns sofort 8,768 Millionen... Nee, das ist nur K, okay. Das bringt uns fast nichts rein. Gucken wir nochmal auf die Einkommenssteuer. Ja, 2%, aber das ist derzeit noch nicht drin. Ist noch nicht drin. Werden wir aber auch machen. Was wir allerdings machen wollten, ich mache mal weiter. Was wir machen wollten, und das werden wir auch machen, ist, dass wir ein bisschen was für die Ärmsten der Armen tun. Und da gucken wir mal, dass wir hier vielleicht irgendwo... Arbeitslosengeldes des Sozialhilfesatzes. Okay, durch nicht genug verdienen in dem Saal zu bezahlen wird aufgrund verschiedener Sozialkriterien bezahlt, aber es ist abhängig von den verfügbaren Mitteln. Ich habe gar nicht weggeklickt. Okay. Die Abstimmung hat stattgefunden und das Gesetz ist verabschiedet. Okay, ist verabschiedet, das heißt, wir verdienen jetzt weniger. Das ist in Ordnung. Haben ja gesagt, es war knapp, es waren ja ein paar 53% nur dafür. Wird dann auch wieder positiven Einfluss haben, dann, wenn das entsprechend ja, am nächsten Tag gemeldet wird. Es dauert, glaube ich, immer einen Tag, bis das greift. Ich weiß es nicht. Wir wollten nochmal zurück zum... Jetzt bin ich schon wieder draußen. Arbeit des Sozialhilfesatzes. Und zwar, ich mache mal kurz weiter... Das ist jetzt natürlich in Euro, ja. Ihr müsst jetzt sehen, wir sind Island. Island hat eigentlich eine andere Währung. Wir könnten hier jetzt ein bisschen hochgehen. Ihr seht, das kostet sofort... Ja, kostet fast nichts. Wir könnten... Wir könnten auf 1 Million... Ja... Wir machen hier nochmal Pause. Lasst uns das mal, da ich jetzt nicht weiß, was einfach von den verfügbaren Mitteln. Die Zahlungen setzen oft einen Zurück zur Arbeit Vertrag voraus. Okay. Dann lasst uns das mal. Kostet ja jetzt nicht so viel. Mal auf 81 Euro. Das ist das Doppelte. So, und ihr seht, sind sofort alle dagegen, weil einfach der Sprung viel zu groß ist. Es sind 81% dagegen, die ganze Front, und das ist genau das, was ich meine. Ne? Wir machen jetzt von 41 auf 81 und schon sind alle dagegen. Wenn wir das jetzt zurückziehen und tun ein paar Tage später das nochmal festlegen und kleinere Sprünge machen, könnte es eventuell klappen. So... Okay, ja, die redet immer noch wegen der Mindestrente. Trotz meiner Hüfte, die mich fast... Müssen wir mal schauen, was wir machen können. Die Landesverteidigung verfügt nicht über genügend über unser Militär, das ist uns klar. Und der Chef des Bundeskanzleramtes. Sie haben gerade einen Gesetzentwurf zurückgezogen, ja, der debattiert wurde. Das passt soweit. Hier müssen wir dann mal später schauen, dass wir den Sozialhilfesatz anders anpassen. Und das ist genau das Problem. Ihr habt jetzt gesehen, sind alle dagegen, obwohl das eigentlich eine gute Sache ist und eigentlich an sich nicht viel gekostet hätte oder es wäre eigentlich machbar gewesen, sagen wir es mal so. Aber es sind sofort alle dagegen. Deswegen müssen wir noch ein bisschen warten und werden dann schauen, am 1.3. können wir das nächste Mal prüfen, dass wir hier das irgendwie ein bisschen anders. Ja, und sofort geht die Beliebtheit nach unten. Das ist genau das Problem bei dem Spiel. Jetzt haben wir es mal festgestellt.
wenn wir ein Gesetz reinbringen und wir ziehen es zurück, passiert genau das. Es geht alles nach unten und wir müssen schauen, dass wir wirklich kleine Sprünge machen, sagen wir es mal so. Sie sind gewählt worden wegen Ihrer Reden, aber nur durch klares Handeln. Ja, das ist wieder der Armeechef, das ist uns klar. Der macht Druck, dass wir hier ein bisschen was reinstecken ins Militär. Armee, da haben wir es. Ja gut, wir haben halt nicht so viele Soldaten, das ist klar. Verfügbare Reservisten 106, aber wenn wir jetzt hier hochgehen. Ja, wir brauchen eigentlich keine Soldaten, das wäre Blödsinn. Gesetzgebung, Wehrpflicht einführen, Generalmobilmachung anordnen, Aktivierung der Reservisten, Kriegsrecht einführen, Zugang für das Land verbieten, Verlassen des Landes verbieten und Verwaltung des Waffenembargos. Kasernen haben wir hier nur eine. Marine. Ja, wir brauchen kein Militär. Da kann er jammern, wie er will. Wir müssen schauen, dass wir das jetzt wieder gewuppt bekommen. Haben wir gesehen, wir wollten ein Gesetz reinbringen. Es wäre jeder dagegen gewesen, obwohl wir es ums Doppelte erhöht hätten. Ums Doppelte. Und die waren alle dagegen. Und das ist das Problem bei dem Spiel. Kleine Schritte machen. Statt 41 hätten wir vielleicht auf 51 gehen sollen. Dann hätten die meisten zugestimmt, hätten wir was getan. So mussten wir es zurückziehen und haben jetzt den Salat, dass wir uns ein bisschen unbeliebter gemacht haben. Und müssen natürlich schauen, dass wir das irgendwie wieder ausgleichen. Das ist jetzt ärgerlich. Gesundheit. Renteneintrittsalter ändern. Ja gut, dann gehen wir mit beiden mal auf 66 runter. Halten dazu noch meine Fernsehansprache. Und werden das bestätigen. Okay, und 56% dafür. Unsere eigene Partei ist gespalten. Die Linken sind dafür, die Rechten eher dagegen. Insgesamt 56%. Sollte also durchgehen. Und wir hören uns mal unsere Ansprache an. Wenn ich dieses Gesetz zur Senkung des Renteneintrittsalters einreiche, werden Sie, verehrte Mitbürger, verstehen, dass es genau das Richtige ist, um den Arbeitsmarkt anzukurbeln, insbesondere in Hinsicht auf die jüngere Bevölkerung. Lassen Sie uns nicht vergessen, dass die Rente ein garantiertes Recht, ein Verfassungsrecht, ein grundlegendes Recht für alle ist. Genau. So, wir haben hier wieder Demonstration. Reißen Sie sich zusammen. Sie kennen ja. Mich. Blödes Gequatsche ist nicht mein Ding. Deshalb sage ich es ja klar und deutlich. Wir sind das besorgt ist, in den Kasernen. Ist uns klar? Im Augenblick finden in allen wichtigen Städten des Landes Demonstrationen statt. So, das ist jetzt gegen die Regierungspolitik gegen der die wirtschaftlichen Regierung Abhängigkeit vom Staat. 2000 Menschen sind auf den Straßen, begleitet, ja. Welche die Sache strahlender machen sollen. Das ist okay, sollen sie demonstrieren. Mit den Demonstrationen passiert recht häufig hier. Das ist keine Ahnung warum. So, hier tritt die berühmte Tennisspielerin bei. Wir kriegen sofort 4%. Die Seniorendemonstration drückt uns ein bisschen nach unten. Trotzdem wird es wieder ein bisschen besser. So, auf alle Fälle hat sie uns gelobt und ist beigetreten. Das bringt uns ein bisschen Sympathiewert. Was haben wir noch Wichtiges? Schrecklicher Unfall. Ja, genau. Und Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder der Autobahn wurden versehentlich auf einer kurvenreichen und verfallenen Landstraße installiert. Ja, doof gelaufen. Ja, jetzt kommt hier natürlich wieder Gegenwind von den Rechten, ist klar. Steuerflüchtlinge sind ein neuer Trend. Arbeitslosigkeit rechnet ab. Ja, gut, das ist halt die Opposition, die da immer ein bisschen Stunk macht, das ist klar. Das ist in jeder Demokratie so. Das Problem ist, die Demonstrationen bringen uns immer ein bisschen Negativ-Schlagzeilen. Aber die Ultraliberal-Demokraten, naja. 2000, okay, das ist soweit okay. Das werden wir verkraften. Wir müssen halt schauen, dass die Demonstrationen nicht überhand nehmen. Aber ja, es ist halt so. Und ihr merkt, es ist genau das Zündlein an der Waage. Einmal ein Gesetz
falsch ins Parlament gebracht. Sagen wir es mal so, einmal ins Gesetz falsch reingebracht. Man muss es zurückziehen, weil alle dagegen wären, obwohl es nicht viel kostet und den Leuten gut getan hätte. Und sofort sinkt die Beliebtheit. Und genau das ist das Problem bei dem Spiel. Kleine Schritte. Wir werden beim nächsten Mal, oder vielmehr, wenn wir dann, ich glaube, am 1.3. können wir das wieder machen. Wir schauen noch mal kurz. Das war das Arbeit, genau. Wir können es dann am 1.3. können wir es neu prüfen. Und da werden wir dann entsprechend das kleiner anziehen, wirklich bloß minimale Schritte machen, dass das auch durchs Parlament geht. Und so muss man das Land irgendwie oder überhaupt hier ein Land regieren. Kleine Schritte, peu à peu, ein Ziel setzen und das langfristig erreichen. Anders geht es leider Gottes nicht. So, wir könnten aber mal, solange wie das läuft, die Gesamtverschuldung. Ja. Das ist. Mal schauen, Wert. Das sind die Zinsen, das hat man ja auch gedrückt. Das passt. Ich wollte dann mal schauen, die Agenturen. Rating wird sich nicht viel ändern. Obwohl, doch, wir sind hier. Sind wir schon gestiegen. Schaut mal. Wir sind am 01.01.2014 waren wir auf Triple B und sind hier schon mal auf Double B gestiegen. Wir sind zwar bei Grumpys noch auf Triple B, haben allerdings hier schon mal einen Rating-Punkt zugelegt. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Was ich allerdings suche, ist es Wachstum jetzt. Landwirtschaft, was ist bei Landwirtschaft, wo wir dann irgendwo auch unser Wachstum sehen konnten. Das ist halt immer so ein bisschen, wo wir das suchen muss. Umwelt, Industrie. Nee, überhaupt bei Finanzen war das, glaube ich. Bei Finanzen. So, Finanzen. Und dann haben wir hier das Wachstum in Prozent. Gut, das heißt, wir sind hier bei Wert vom 01.01.2014. Wachstum zeigt uns jetzt hier im Januar an. Ich vermute mal, im Februar wird es dann hier auch angezeigt werden. 2,08 wären das im Januar gewesen. So, und ich vermute mal, wenn dann Februar rum ist, wird er hier irgendwo sich dann einpegeln. Wäre ja blöd, wenn wir hier im Februar nur 0,98 Wachstum hätten, wobei das auch noch okay ist. Er mag uns, sind wir bei 65%, ist er beliebt. Staatshaushalt, ja, 72. Bei ihm bleibt es etwa gleich, okay. Ja, passiert gerade jetzt nicht so arg viel. Wir haben gerade so ein bisschen eine kleine Pause drin. Da könnten wir uns eigentlich nochmal so ein bisschen durchklicken, was wir hier noch Gutes tun könnten. Wir waren bei Bildung vorhin, ne? Fernkurse ist voll. Studentenwohnheim, Renovierung, Unterstützung der Schulen. Das wäre, denke ich mal, wichtig. Eine Ausbildung der Lehrer. Das wird uns gleich 5 Millionen kosten. Und der Lehrer 15 Millionen. Das ist natürlich auch happig. Begabtenklasse. Kann mir ein bisschen was investieren. Unterricht der regionalen Sprachen. Ja gut, das weiß ich nicht. Können wir einfach mal ein bisschen was reinstecken. So. Dann lassen wir mal weiterlaufen. Wie gesagt, mit den Demonstrationen müssen wir mal schauen, dass wir das nicht so häufig bekommen. Forschung ist für unser Land nicht so wichtig. Und ihr seht, Raumfahrt ganz unten, Militär auch relativ weit unten. Informationstechnologie ist recht weit oben. So, hier haben wir einen Forschungsbaum. Und hier können wir theoretisch angeben, was geforscht werden soll, so wie ich das verstehe. Ja, das ist natürlich die Frage. Also wir können jetzt unser Land hier ein Stück weit ausrichten. Große Theorie von allen. Das ist dann, denke ich mal, die na, ihr wisst schon hier, die String-Theorie. Was können wir hier machen? Plus und Minus. Ach, klar, kleiner Größe, okay.
So, Medizin, Industrie, Militär. Laufende Forschungsprojekte. Ja gut, bringt uns allerdings auch nicht wirklich weit. Ja, mit dem Forschungsbaum bin ich noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Das ist hier natürlich, je mehr wir investieren, desto schneller geht es natürlich. Aber ja, es ist halt für uns nicht so wirklich relevant. Ja, Raumfahrt sind wir sowieso nicht dabei. Informationstechnologie sind wir ganz oben. Wir könnten ja auch noch Monatseinkommen und entsprechend das Personal bereitstellen. Neubau würde auch was helfen. So, Entdeckung in der Welt sehen wir hier auch. Und wer hat es entwickelt? Bevölkerung. Was heißt entwickelt, entdeckt? Das sehen wir leider nicht. Keine Entdeckungen registriert. Müssen wir halt schauen, ob wir vielleicht was entdecken, aber das ist nicht so das Relevante. Gut, wo können wir noch schauen? Kultur. Oh je. Also Kultur ist es echt ganz mau bei uns. Kino. Filme für die breite Öffentlichkeit. Oh Jesus. Zeichentrickfilme. Autorennfilme. Autorenfilme, so rum. Musik, oh Gott. Lektüre sind mal auch nichts. Diverses. Also hier, Kultur, sind wir wirklich absolut. Ein internationales Festival schaffen. Wäre vielleicht mal interessant, wenn wir hier. Oh, hier. Russischen Spiele sind eröffnet. Hören wir uns mal an. Gehen wir zu Olympischen. Auf diesem unberührten Schnee werden diese Athleten nun glänzen, deren Herzen nur bestrebt sind, ihre eigenen Grenzen zu überwinden. Ich wünsche ihnen viel Glück bei der fairen Verteidigung ihrer Landesfarben und beim Erklimmen der höchsten Stufen des Podiums. Ich erkläre die Olympischen Winterspiele hiermit für eröffnet. Okay, naja, gut. Okay, Kultur haben wir gesehen, haben wir viel Aufholbedarf für Medien. Informationsfreiheit, den Grad der Privatisierung des Fernsehens festlegen, mein Gott. Okay, wir können hier alle Sender privatisieren, gemischt öffentlich-privat und alle Sender sind Staatsfernsehen. Bringt uns jetzt nicht arg viel. Klar, wir könnten dann die Bevölkerung für doof verkaufen. Und Sport werden wir dann auch ein bisschen was hier rein investieren. Wir haben immer noch ein relativ gutes Defizit, das passt. Schulsport fördern, klar, Wettkampfsport, Massensport, Sport für Behinderte, sollte man vielleicht auch mal ein bisschen was tun. Hier unten ist auch nicht viel. Neubau, Disziplin können wir auch hier investieren. Also wir können hier eine Menge Geld rausschmeißen. Müssen wir halt wirklich schauen, wo das sinnvoll ist. Aber an der Stelle mache ich dann mal, wo das bei Pause, mache ich dann einen kleinen Cut. Haben in der Folge nicht so arg viel erreicht. Wir haben im Gegenteil, wir haben sogar einen kleinen Rückdämpfer erlitten mit unserem Gesetz. Aber das kriegen wir alles wieder hin. Wir sind immer noch bei 59%. Wir werden, sobald wie das geht, nachdem das Renteneintrittsalter wahrscheinlich dann geändert wird, werden wir auch den Sozialhilfesatz anpassen, dass wir zumindest mal um 10 Euro hochgehen. Ist, denke ich mal, sinnvoll. Aber das können wir erst ab 1. März machen. Das halten wir uns mal in die Hinterhand. Ansonsten schauen wir mal, dass wir vielleicht hier ein bisschen was investieren in Kultur und Sport. Gucken dann mal, was wir hier so noch ein bisschen ändern können, dass wir hier ein bisschen was für die Bevölkerung tun können, da wir ja einen guten Haushalt haben. Freut mich besonders, dass wir hier schon mal bei unseren Schulden, dass wir hier schon mal vom Triple B auf Double B runter sind sozusagen. Also hier sind wir auf einem guten Weg. Vielleicht können wir hier auch noch bei Grumpies über kurz oder lang das hinbekommen. Das würde mich natürlich freuen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.